und erschütternd. Mein ganzes Leben lang habe ich mich machen. Meine Güte. Ich konnte mich nie durchsetzen. Jens! 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 Yo, ho, ho, und ne Buddel voll. Mensch, hör auf zu saufen, beweg deinen Hintern, mit Christoph stimmt was nicht. Hä? Was hat er denn jetzt wieder angestellt? Naja, er hatte doch letzte Woche diesen komischen Kompass gekauft und das Ding hat ihm direkt zu einem Bildschirm geführt, wo zufällig der Catwoman-Film lief. Seitdem starrt er wie in Trance auf die Mattscheibe und es gibt keinen Ton mehr von sich. Ich glaube fast, der ist in einem katatonischen Zustand. Ich wusste, dass das Ding totaler Schrott ist. Naja. Zum Glück weiß ich, wie man ihn wieder aus dieser Starre befreien kann. Wow, echt jetzt? Jupp. Letzte Woche habe ich beim Sperrmüll nämlich diese interessante Karte gefunden. Du glaubst gar nicht, was da für interessante Sachen drinstehen. Sind das FSK-Runen, die da eingraviert sind? Ganz genau, die kann man bewegen. Und was passiert, wenn man die FSK 18 Ach, ich will's gar nicht wissen. Jedenfalls können wir mit Hilfe dieser Karte Christoph retten. Wäre ja nicht das erste Mal, dass er in Schwierigkeiten steckt, nicht wahr? Ja, genauso wie letzte Woche, als er zu viel Kaffee gesoffen hatte und völlig abgespackt ist. Weißt du noch? Hey Leute, seht mal, was ich hier habe. Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck. Und jetzt raten mal, was da drin ist. Ja, aber das war nur, weil ich meine Transformers Blu-ray in seiner Kaffeekanne auflösen wollte. Okay, das erklärt einiges. Naja, wie dem auch sei. Um Christoph zu retten, muss nur jemand die Worte sprechen. Copa Banana, ich erlöse dich hiermit von deiner menschlichen Bande. Ich denke, du hast eine Karte. Wieso stehen da Bandsprüche drauf? Als ob das irgendeiner bemerken würde. Auch wieder wahr. Aber sag mal, ist das alles, was getan werden muss? Man sagt, dass die Worte mit Liebe ausgesprochen werden müssen. Okay. Wohlan. Copa Banana, ich erlöse dich hiermit von deinem menschlichen Bann. Nein, du hast es nicht richtig gemacht. Du musst es richtig sagen. Copa Banana, ich erlöse dich hiermit von deinem menschlichen Bann. Oh, der Fernseher explodiert. Der Bann ist gebrochen. Tatsächlich? Christoph, alles in Ordnung? Wachsen dir da gerade Tentakel am Kinn oder bilde ich mir das nur ein? Sag, fürchtest du den Tod? Jens, was hast du getan? Ach, bei der Aufnahme stört es doch keinen.